Ja, hier stehe. Guten Guten Tag. Tag. Ich habe mal eine Frage. Und zwar zu dieser Geschichte. Ich habe hier 5 Hühner. Die möchte ich anmelden. Die müssen ja angemeldet werden, gell? Jetzt habe ich hier mir mal den Fragebogen da angeguckt. Ich habe jetzt auch hier einen Hahn dabei. Unter welche Rubrik fällt denn der? Weil da ist ja hier nichts aufgeführt. Den können Sie ganz normal mit den anderen Hühnern anmelden. Ja gut, es ist ja kein Legehuhn da nicht. Ja, aber es gibt. Oder soll ich den als Masthuhn anmelden? Nein, den können Sie einfach. Also Ja, der nicht, dass da Schwierigkeiten gibt, wissen Sie, das ist ja nicht so einfach, wenn da mal, ich will das alles richtig machen, wenn da mal eine Kontrolle kommt und so. Ja, nee, bleiben Sie gerade mal dran, einen Ja. Moment. So, also ich habe jetzt gerade noch mal mich rückerkundigt. Also Sie können dann einfach den bei den Legehühnern mit angeben. Also muss ich da extra Hahn dabei machen? Nein, müssen Sie nicht, müssen Sie nicht. Also einfach als Legehuhn deklarieren. Genau. Ja, okay. Und wie ist das jetzt? Es kann ja mal sein, dass da mal irgendwie auch ja, Eier ausgebrütet werden. Ja. Weil wir haben die hier im Freilauf bei uns. Ich habe hier ein riesengroßes Grundstück. Da weiß man ja nie, wo die Eier hinlegen dann. Und wenn es da neue Küken, wenn die da, müssen die auch extra deklariert werden? Also Sie müssen im Prinzip, wenn sich Ihr Bestand erhöht, Ja. ja, dann müssen Sie bei 10%,